So, wunderschönen guten Abend. Hier heute beim 15. internationalen Neckar-Open in Geistesau. Wir sind begeistert. Das Lied ist gerade You Are Not Alone. Und wie ihr alle seht, seid ihr nicht alleine. Wir sind uns nicht sicher, ob wir schon alle Teilnehmer eingecheckt haben, weil vielleicht auch der ein oder andere heute noch in Schau steht. Aber bevor wir mit allem beginnen, darf ich schon mal sagen, wir haben auf jeden Fall mal wieder einen neuen Rekord. Und dafür bin ich ganz, ganz dankbar. Wir stehen aktuell bei 744 Teilnehmern und das ist schon mal zu warten. Vielen Dank. Wirklich unglaublich. Die Zeiten sind nicht gerade so, wo man sagen kann, Teilnehmerzahlen im Schach explodieren, aber wir haben damit über 20 Teilnehmer, 25 Teilnehmer mindestens wieder draufgelegt und das freut uns ganz besonders. Es hat sich in den letzten Tagen auch schon durch sehr, sehr gute Anmeldezahlen abgezeichnet. Wie gesagt, herzlich willkommen hier am Neckar, am sogenannten Neckar-Knie. Nach 15 Jahren kann ich ja mal verraten, was ihr eigentlich immer seht, wenn ihr uns Anzeigen seht. Manche wundern sich, da dieses schwarz-weiß-rote Logo, was es eigentlich darstellt. Viele von euch haben es schon erraten, aber der eine oder andere vielleicht nicht und denkt immer, was ist denn das für ein Gedrucke? Sieht ganz komisch aus, aber ist ganz, ganz einfach. Das ist der Neckarverlauf. Und der östlichste Punkt, da macht der Neckar einen Bogen, das nennt man das Neckar-Knie und im Inneren dieses Neckar-Knies befindet sich Geistesau. Das war damals unser Logo. Als wir vor 15 Jahren angefangen haben, haben wir uns vielleicht gedacht, wie nennen wir denn dieses Turnier überhaupt? Ja, irgendwie Geistesau-Meisterschaften, offene Geistesau-Meisterschaften oder wie auch immer. Und da haben wir gesagt, das ist alles zu unbekannt, das kennt niemand. Wir benennen das Turnier nach dem Neckar. Ich darf euch alle ganz herzlich begrüßen im Namen unserer Sponsoren. Die Sponsoren sind alle seit Jahren dabei, manche seit 13, 14 Jahren, keiner hat uns bisher verlassen. Und diese Sponsoren möchte ich hier auch gleich nochmal namentlich nennen, ihr seht sie alle. Das ist zum einen die Kreissparkasse Esslingen-Nuttingen, dann unser allererster Sponsor, das Technolandbild Geistesau. Dann hier seht ihr alle das Auto, bin nachher mal gespannt, wie es sich am Ende dann kaufen wird, ein schönes Teil, Autohaus Bus Jesinger, eine Mercedes-Benz-Vertretung. Dann für die Live-Übertragung sorgt jedes Jahr die Firma Krenkel Leasing. Und das ist vielleicht für euch auch mit am wichtigsten, und sonst würde das Turnier auch gar nicht stattfinden, haben wir hier zwei grandiose Ausstatter, die hier das Spielmaterial stellen. Für insgesamt 750 Teilnehmer, die mal Auge plus morgen das Kinderturnier und Analyse und so weiter, braucht man Spielmaterial für fast 1000 Leute. Und dieses Spielmaterial stellen zwei Organisationen, zum einen die Chess Tigers aus Ratzoden bzw. Frankfurt oder Mainz und der Bernhard Jede mit seiner Firma Chess Learn. Da sage ich jetzt schon mal ganz herzlichen Dank. Ohne euch wäre dieses Turnier nicht möglich. Ich will noch ein Stichwort sagen zur Live-Übertragung. Live-Übertragung machen wir jedes Jahr schon von den ersten Brettern, auch dieses Jahr die ersten 8 Bretter. Wir haben da sehr, sehr hohe Zugriffszahlen jedes Jahr. Und vielleicht kennen die ein oder anderen die Live-Übertragung bei der Schachbundesliga. Die Schachbundesliga hat ihr eigenes Portal und das Portal wird zum ersten Mal bei einem Open verwendet und das ist dieses Open, das 15. internationale Neckar Open. Wir hoffen damit, die Übersichtlichkeit und die Informationsgehalt dieser Live-Übertragung deutlich zu verbessern. Und der Pascal Schwab, der dieses Portal programmiert hat, ist auch die ganze Zeit vor Ort. Also wenn ihr mal Zeit habt oder früher zu Hause seid oder so, schaut es euch mal an. Dort ist alles drin. Was ich nicht sehen möchte, ist, dass sich jemand hier ins Internet einloggt, während die Paarungen laufen. Denn dieses Live-Portal hat eine ständige Stellungsbewertung aller laufenden Partien. Das heißt, ich möchte kein Einloggen auf
Internetseiten während den laufenden Partien haben, auch auf keine anderen Seiten. Wer ein Notebook dabei hat, benutzt kein Schachprogramm und benutzt bitte kein Internet. Okay, genug der Worte. Lasst uns loslegen. Die Paarungen hängen aus. Nach Ende der Musik sind die Paarungen freigegeben. Ich wünsche euch viel Spaß beim 15. Internationalen Neckar-Open in Leipzig. Vielen Dank.